Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute möchte ich euch verraten, was mir hilft, Studium, Familie, Jobs, Blogs, Vlogs unter einen Hut zu kriegen. Ich habe euch ja schon verraten, dass ich gerne mit Rescue Time und Focus at Will arbeite, um besser mich konzentrieren zu können und auch im Nachhinein zu wissen, was ich denn den ganzen Tag eigentlich gemacht habe. Es gibt aber praktisch eine App, ein Tool, das so existenziell für alles hier in diesem Haushalt ist, dass ich euch das nicht vorenthalten will. Und das ist ganz, ganz banal, der Google-Kalender. Das klingt jetzt wirklich super simpel und doof. Und wenn du jetzt ein iPhone besitzt und MacBook-User bist, denkst du vielleicht, okay, das tangiert mich jetzt mal null. Aber da wäre ich mir jetzt an deiner Stelle nicht so sicher. Warum ich den Google-Kalender benutze, liegt einfach daran, dass ich erstens super schlampig bin, was Papier angeht. Also sprich, wenn ich jetzt so einen kleinen Papierkalender hätte, den ich tatsächlich nicht besitze, dann hätte ich immer das Problem, dass ich ihn wahrscheinlich nie dabei hätte, wenn ich ihn gerade brauche. Ich meine, wir Frauen kennen das, wir wechseln die Handtasche und schwupps fehlt die Hälfte der Dinge, die wir brauchen. Eine Sache, die aber wirklich niemand vergisst, ist das Smartphone. Das ist immer im selben Raum wie wir. Immer, immer, immer. Das wisst ihr doch selber. Und ja, da ist mein Kalender drauf. Und nicht nur mein Kalender, sondern auch der meines Gatten und der meiner Kinder. Das Schöne ist nämlich, egal wo ich gerade bin, ich kann mir mein Handy schnappen, in den Kalender reingucken und dann sehe ich nicht nur meine Termine, sondern auch die Termine von den anderen und kann für mich damit sehr viel besser planen. Und wenn ich dann da was eintrage, dann sehen die anderen das auch automatisch. Ja gut, meine Kinder jetzt nicht, die sind noch zu klein, aber trotzdem muss ich ja deren Termine mit berücksichtigen und mein Mann ja genauso. Das heißt, das erspart uns wahnsinnig viel Abstimmerei. Wenn ich jetzt beim Zahnarzt stehe und er sagt mir, dann und dann hätte ich einen Termin frei, dann bräuchte ich erst meinen Mann anrufen und sagen, wie sieht's denn aus, hast du da an dem Tag Vorlesung, kannst du die Kinder abholen oder sonst irgendwas? Ich sehe das alles auf meinem Handy. Und das ist dann nämlich auch der nächste Tipp. Mit ziemlicher Sicherheit, ich lege jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer, aber ich bin mir doch recht sicher, dass auch an deiner Hochschule die Möglichkeit besteht, sich seinen persönlichen Stundenplan als Datei downzuladen, nicht als PDF, sondern tatsächlich als Kalenderdatei und die direkt in den eigenen digitalen Kalender zu übertragen. Das heißt, du musst da gar nicht irgendwie groß mittippen oder sonst irgendwas oder dir da irgendwas ausdrucken, was auch gerne viele machen und was ja auch völlig legitim ist. Manche kommen so besser klar. Aber bei mir, und ich weiß es eigentlich von allen anderen Menschen, die ich so kenne, gibt es eine Möglichkeit, wenn man seinen Stundenplan in seinem Hochschul-Intranet, wie auch immer das da bei euch eben heißt, zusammengestellt hat, dass man mit einem Knopfdruck sich den ganzen Kram runterladen kann und dann eben in einem eigenen digitalen Kalender öffnen. Und da sind dann auch Blogveranstaltungen automatisch korrekt drin, da sind dann Einzeltermine drin, da sind Übungen drin, die dann irgendwie nicht jede Woche, sondern nur jede zweite oder so stattfinden und das Semesterende ist auch automatisch drin. Das erspart euch so unendlich viel Zeit und all das könnt ihr mit den Menschen, die wichtig in eurem Zeitmanagement sind, eben eurer Familie, eurem Partner, wem auch immer, synchronisieren. Und warum ich gesagt habe, dass das jetzt eben auch für Apple relevant ist, ist einfach, ja, auch Apple-User können den Google-Kalender nutzen und das synchronisieren. Das war bei uns auch lange so. Wir benutzen beide als Rechner MacBooks, haben aber beide Android-Handys, weil ich stand nie auf iPhone. Mein Mann hatte eine ganze Zeit lang eins. Und das war die einzige mögliche Plattform-App, die wirklich so übergreifend war, dass sie immer funktionierte. Und ich weiß, dass nicht nur wir so arbeiten, sondern auch andere Studierende mit Kind, die ich kenne, die viel um die Ohren haben, viele eigene Projekte neben dem Studium und neben dem Job und der Familie laufen haben. Und ich kann euch das wirklich, wirklich, wirklich nur ans Herz legen. Wenn ihr jetzt nicht wisst, wie ihr das einrichten sollt, könnt, wie auch immer, dann könnt ihr mir ja vielleicht mal in die Kommentare reinschreiben, ob ihr euch da vielleicht ein Tutorium von uns wünscht, dass wir euch das mal eine Anleitung dazu drehen, wie das funktioniert. Ansonsten lasst mich doch einfach wissen, was ihr davon haltet, was für Tools nutzt ihr denn eben, um wichtige Termine nicht aus den Augen zu verlieren. Seid ihr noch oldschool mit dem Kalender unterwegs? Oder habt ihr da auch irgendwelche Apps, die ich vielleicht auch noch nicht kenne und die ich mir mal anschauen sollte oder die sich die anderen Zuschauer mal anschauen sollten? Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Vergiss den Daumen nach oben nicht und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Tschüss!